passt. Ja, es freut mich, dass ihr heute auf Besuch seid zu mir und dass ich euch vorstellen kann, was ich in meiner Werkstatt da mache. Und das ist eigentlich der Rohling, aus dem dann so eine Figur entsteht, die ich dann eigentlich zeichnerisch übertrage und dann eigentlich mit dem Schnitzmesser das bearbeite und dann kommt eigentlich so eine Figur raus. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache und ich bin froh, dass ich das Hobby mache, weil es ist trotzdem eine beruhigende und aufregende Arbeit. Und es freut mich, dass wirklich so viele Besucher auf meine Ausstellung immer kommen. Und ich glaube, für diese Region ist das auch sehr gut. Dann, was ich da schon ziemlich in der Fertigstellung habe, und das ist ein Zirbenholz aus Tirol. Das ist ein sehr beliebtes Holz, auch vom Geruch her und von der ätherischen Öl her. Das wird nicht behandelt mit irgendwelchen Mitteln. Das soll in der Natur bleiben. Und wie gesagt, die Zirbe ist auch ein sehr begehrtes Schnitzerholz. Man kann auch aus Linde schnitzen, aber die Zirbe ist trotzdem noch ein weiches Holz. Und davor ist es auch sehr gut mit dem Schnitzmesser zu bearbeiten. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man kann alles aus der Zirbe, sämtliche Figuren machen. Aber mein Lieblingswerk ist der heilige Florian, weil ich auch selber eigentlich ein Feuerwerker bin. Ja, ich darf euch jetzt von der Werkstatt in meinen Verkaufsraum führen und darf euch meine Produkte vorstellen, die was eigentlich auch zum Verkauf angeboten werden. Ich mache verschiedene Sachen, von Herkunftsschnitzereien, Ostersachen. Und unter anderem mache ich auch Deko-Geschichten, sowie Skulpturen, moderne Madonnen. Und habe ich natürlich auch das traditionelle Zirbenöl aus der Lachsteinregion zum Anbieten. Das, was eigentlich auch ein sehr gutes Produkt ist. Und ich freue mich, wenn so viele Besucher kommen zu meiner Ausstellung. Und ich wünsche Ihnen auch ein frohes Osterfest. Ja,
Das muss man fühlen. Schickst du es mir dann bitte noch? Achtung! Fertig! Los! Super. Der Papa läuft mit dir, dann lass ihn. Dann halten, genau. Dann läuft er durch. So, genau. Super. Ja, super. Da gehen wir noch die Runde. Ja, weiter. Da gehen wir, da oben. Ja, weiter, da oben. Da darf der Doppel nehmen, ne? Ja, genau. Und ein Ei? Magst du dir auch ein Ei? Oh, weiter machen, weiter, passt schon. So, da weiter, ja, genau, so wollt's gehen. Da durch, da zu mir rüber. Leg los! Ja, jawohl, genau. So, da, bitte sehr, gell? Ich mit Acker Hui ausgesagt, gell? Mit Acker Hui ausgesagt, gell? Passt das eh, gell? Schatz, ich schau mal kurz. So. I may never see your face. Some broken hearts smell me. Ich bin der Alfred. Mit 7. Mit 7, na ja, genau. Das ist die Ältere Frage. Wieder ist es. Das ist alles, was ich verkauft habe. Ich habe mich schon 7 Mal gefühlt. Aber der Schnappfeld. Hör mal zu mir, sag's einmal, was sagen wir. Mit meinem Osterhase. Dann müssen wir schnell leise sein. Ja, das wünsche ich die Mama und der Papa, aber bei uns braucht es nicht leise sein. Wir schreien jetzt einmal ganz laut, alle miteinander. Osterhase, okay? Schauen wir mal. Auf 1, 2, 3. Osterhase! Ja, das hat er jetzt aber gar nicht gehört. Das habe ich nicht einmal. Hast du es gehört? Nein, gell? Also, 1, 2, 3. Ein bisschen, gell? Oder? War schon besser. So, aber jetzt alle ganz gemeinsam und die Eltern und Großeltern alle mit. Auf 1, 2, 3. Osterhasen! Ja, ich glaube, der hat schon rausgeschaut jetzt aus dem Haus. Können wir den Osterhasen abholen? Ja! Gut, der Roland spielt uns eine lässige Musik. Danke für den Besuch, danke fürs Dabeisein. Viel Spaß beim Osterschmankerlmarkt. Bleiben Sie noch lange unsere Gäste. Dankeschön. So, der Roland spielt und es geht mit mir noch. So, geh mal. Auf geht's. Heidi. Heidi,
So, jetzt alle Kinder, Eltern und Großeltern. Nun schreien wir gemeinsam nach dem Osterhase. Gut, wer mag uns erzählen? Ich. Du, jetzt schon. Osterhase! Jetzt alle miteinander. Osterhase! Noch einmal. Und jetzt schreiben wir Osterrosi! Osterrosi! Jetzt schauen Sie, wer da ist. Mit seiner Freundin der Osterrosi. Ne? Bleiben Sie mal stehen, jetzt ein Hübscher. Na, kommt her mal, die zwei, Osterhase und Osterrosi. Kommt her mal zu mir. Jetzt gehen wir mit dem Osterhase, mit seiner Freundin, gehen wir jetzt eine Runde. Und dann wird sich jeder von euch beschäftigen, oder? Machen wir das so? Thank you.
Thank you.